Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ja, schon wieder ein neues Video. Auch heute geht es wieder um ein Radiogerät. Und zwar um ein ganz besonderes. Um ein Gerät des Herstellers Xomax. Und zwar, ich muss mal hier rumdrehen, dass ich es ablesen kann. Es handelt sich um ein XM-V418-2. Also ich nehme an, das 2 heißt verbessertes Modell. So, das Besondere ist daran, es kostet nur 39 Euro. Und es hat eigentlich fast alles. Ich hole es mal ein bisschen näher ran, damit ihr es sehen könnt. Vom Design her, ja, es ist nichts Weltbewegendes, aber es hat ein großes, knapp 10 cm großes Display. Eine Bedienung, naja, nicht die wertigsten Taster, aber zu dem Preis. Es hat USB hier vorne, hier und TF, das ist eine Micro-SD-Karte, ein Slot. Und auf der Rückseite, ich drehe es mal herum. ISO-Anschlüsse, das heißt einfache Verkabelung, Video-Ein-Ausgänge, auch für eine Kamera und das Allerbeste, hier, es steht zwar GPS dran, ihr seht es hier, das ist aber kein GPS, es hat keine Navigation, sondern ein DAB-Empfangsteil ist drin. Und das alles für unter 40 Euro. Naja, aus China halt. Ne? Ihr wisst schon Bescheid. Hier oben findet ihr noch die Bedienungsanleitung, nicht die Bedienungsanleitung, sondern die Belegung. Der ISO-Stecker. Dabei waren hier eine DAB-Antenne, zwei DAB-Antennen. Auch der Marke Xomax. Das hier ist eine No-Name. Und ein Paket mit Zubehör, da sind die ISO-Stecker mit losen Kabeln, dass ihr das individuell bei euch anschließen könnt. Zwei Diebstahlentriegelungen und eine Fernbedienung. Das ist der Lieferumfang. Also nochmal, das Radio hat ein Farbdisplay, etwa 10 cm groß, also größer wie das von meinem letzten Radio, also von dem, der vorher drin war. Das Desaster bei dem letzten, ja, der hat halt nicht gepasst. Der hier verfügt über nicht ganz, ich stecke mal meine Hand daneben als Vergleich, nicht ganz die tiefe Bauhöhe vom letzten Mal. Das müsste also klappen. Hier ist noch ein Schacht drauf, den müssen wir natürlich runter machen vom Einbau. Es hat UKW natürlich. Es kann Videos, Audios in allen möglichen Formaten abspielen, von SD-Karte, von USB. Es kann UKW natürlich, Mittelwelle klar, DAB+, hat eigentlich im Prinzip alles, was man braucht, wenn es funktioniert. Und jetzt kommt die große Frage, ein Radio für unter 40 Euro mit DAB, kann das funktionieren? Also ihr findet auch das gleiche Modell, wenn ihr googelt, zum Beispiel ja, in der Bucht für 69 Euro, 59 Euro. Bei diesem Verkäufer hat es dann halt 39 Euro gekostet. Plus noch einen Gutschein, den er im Moment anbietet. Also das Radio hat effektiv jetzt 35 Euro gekostet. Alleine, ja, es sind zwei Antennen dabei. Die kosten ja alleine schon fast 30 Euro oder mehr. Ich nehme an, das ist aber ein Packfehler. Denn es handelt sich um einen Gerät, das bereits schon mal beim Kunden war und der es wohl zurückgeschickt hat. Aber mit voller Garantie. Denke, ja, was habe ich zu verlieren? Probieren wir jetzt glatt mal aus im Auto. Dabei ist noch eine Karte, die erklärt, dass sich hier einige Farben geändert haben am ISO-Anschluss. Die Belegung natürlich nicht, zum Glück. Und das interessiert mich ja nicht, denn ich habe hier bereits ISO-Stecker verbaut. Was das Problem ist, das heißt, es ist kein Problem, denn das kann man ja lösen, sind hier
von dem Stromversorgungsstecker nennt sich hier A. Pin 1 und Pin 2 entspricht halt nicht der Norm. Auf Pin 1 ist das die Masse der Handbremse, da müsst ihr halt auf Masse legen. Auf Pin 1, also hier unten, damit sich Videos abspielen lassen, wenn ihr wisst, da denkt halt das Auto steht. Und ja, aber ich muss nichts dazu sagen, denn ihr wisst alle, verboten in Deutschland während der Fahrt Videos gucken. Macht ja auch keiner normalerweise. Und auf Pin 2, da ist der Signal von der Rückfahrkamera, das muss 12 Volt, dann schaltet es haben, dann muss also auflegen und dann beim Rückwärtsgang würde das Radio dann einfach auf die Kamera umschalten, die hier ja zugeführt wird, signalmäßig ohne Ton, über die Chin-Stecker. Und wenn ich den Rückgang rausmache, fallen die 12 Volt weg und er schaltet wieder um zum normalen Betrieb. Das ist die einzige, das kann ich bei mir dann einfach auftrennen, das ist mit Stecker versehen. Weil normalerweise ist, glaube ich, auf 1 hier das Gala-Signal, also Geschwindigkeitssignal, hier auf 1 und auf 2 bin ich jetzt überfragt. Müsste ich nachschauen, auf alle Fälle kein Rückfahrsignal. Ob wir das Signal brauchen von der Handbremse, das schauen wir. Bei einigen Geräten konnte man das nämlich im Menü einfach ausschalten. Unter Videoalarm steht das meistens eingedeutscht. Ob dieses Radio ein solches Menü hat, das müssen wir sehen. Es ist übrigens auch eine Anleitung natürlich dabei. Die beschreibt aber nicht so sehr die Bedienung, sogar auf Deutsch, sondern den Einbau. Ist also recht. Ich habe noch nie so eine ausführliche Anleitung gesehen. Ich besser mal da drin. Ich weiß nicht, ob ich das darf jetzt von den Urheberrechten, aber da wir das Radio ja gleich verbauen. Ist also schön alles erklärt, was geht, was nicht, wie man es einbaut. Also wir ganz dumme. Und nochmal die Kabelbelegung, die allerdings wieder anders ist, als hier aufgedruckt und beigefügt. Aber das messe ich eh nach. Ich kenne ja die Belegung von meinem Stecker, der der Norm entspricht. Muss ich auch schon ein paar Mal umfriemeln. Und dann ja, probieren wir das Ganze mal im Auto aus. Und meine Frage, jetzt eigentlich ans Radio. Im Endeffekt ein Radio für 35 Euro mit Digitalradio. Kann sowas funktionieren oder ist das Schrott? Die Frage kann ich euch erst beantworten, wenn das Ding drin ist. Und da ich ja das Radio sowieso ausgebaut habe, jetzt die Kabel da rumbaumeln, ich überall prima rankomme, hauen wir es mal rein und dann melde ich mich wieder. Hallo Leute, so, jetzt bin ich im Auto. Ich habe es mal provisorisch, ihr kennt das schon im letzten Video, sehen, einfach so reingesteckt. Noch der Schacht vom alten Radio, den müssen wir natürlich noch austauschen. Der andere, der liegt hier. Auch hier liegt das ganze Gedöns vom Einbau. Tja, ein Radio für 35 Euro. Taugt das was? Funktioniert es überhaupt? Ja, jedenfalls willkommen zum nächsten großen China-Experiment. Ich habe das ja im ersten Teil bei der Vorstellung schon gesagt. Das heißt im ersten Teil, am Anfang des Videos. Heute mache ich das nicht getrennt, sondern mache es zusammen und will auch nicht zu viel labern. Also lasst uns schnell beginnen. Ja, ich habe es provisorisch angeschlossen, was ja kein Problem war. Dienststecker rein. Externes Mikrofon für die Freisprecheinrichtung ran, Antennen ran, also für DAB, sind ja bereits verbaut hier in UKW. Ja, das war es eigentlich schon. Die Rückfahrkamera noch angeschlossen und dann noch den einen Stecker umgepinnt. Der Pin 2 vom DIN ISO Stecker mit der Spannungsversorgung, also die nennen das hier Stecker A. Das ist bei meinem CAN-Bus-Adapter hier, der alle Signale, die gebraucht werden, zur Verfügung stellt. War das ein oranges Kabel, zeige ich euch nachher noch, wenn es um den Einbau geht. Und ja, was soll ich sagen? Ihr seid jetzt dabei, nee, live nicht, aber dabei. Ich schalte mal ein, und zwar die Zündung.
So, jetzt fährt hier alles hoch, schalten wir die Zündung wieder aus. Oh, da war sogar ein Logo von einem Hersteller. Da kann man bestimmt einstellen. So, Ton geht schon mal. Machen wir jetzt leise. Ihr wisst ja, YouTube und ja, Ärger. So wie das ja aussieht, UKW. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschwindelt. Ich habe es natürlich schon mal angeschaltet, um es vorzuprogrammieren. Was habe ich jetzt getan? Ich habe hier verschiedene Sender eingestellt. Funktioniert. Ist recht einfach am Touchscreen, aber man kann es auch hier über die Tasten machen. Funktioniert. Also UKW, der Empfang ist ganz gut. Ich stehe jetzt eigentlich hier in der Garage. Wie es bei der Fahrt aussieht, probieren wir noch aus. Aber hier normalerweise habe ich hier beschissenen Empfang. DAB geht hier in der Regel gar nicht oder nur sehr schlecht. Aber probieren wir es einfach aus. So, ich habe hier eine Taste. Ich kann es auf mehrere Wege bedienen. Also hier immer über die Tasten. Wenn ich jetzt hier Modus drücke, springt er direkt auf DAB. Ich mache mal kurz den Ton ein bisschen lauter. Ist da. Funktioniert tadellos. Hier sind alle Sender, die er gefunden hat. Und noch mehr. Kann man hier einstellen. Geht auch. Was haben wir noch? Hier habe ich das Handy damit verbunden. Das habe ich bereits probiert. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Verbunden ist es. Freisprecheinrichtung geht auch. Das ist also hier kombiniert. Das andere Radio hat halt angezeigt, verbunden mit dem iPhone von Dralala und Hopsasa. Macht er hier nicht. Es steht nur das kleine Bluetooth-Symbol. Ja, was das Verbinden angeht, war auch recht einfach. Ihr müsst gar nichts großartig tun am Radio. Einfach in die Bluetooth-Einstellung des Handys gehen. Da findet er das Ding direkt. KBT heißt es. Anwählen. PIN-Nummer eingeben, einfach 4x0 bei dem Gerät, das kann bei anderen natürlich variieren, aber es steht alles in der Anleitung sogar sehr ausführlich drin in Deutsch. Und schon ist es verbunden, da könnt ihr telefonieren. Es hat ein internes Mikrofon, habe ich auch probiert, geht auch. Und ein externes Mikrofon, das habe ich ja hier, ich zeige es euch mal kurz. Hier, die Kabel verschwinden dann in den Tiefen der Mittelkonsole. War also ganz einfach, hat direkt gegangen, ja, hat direkt funktioniert. So, wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, erscheint das Telefonmenü. Telefonbuch habe ich noch nicht probiert, funktioniert das? Er will synchronisieren, jetzt bin ich mal gespannt. Synchronisierung ist fehlgeschlagen, aha, geht nicht. Annulli, aha, das ist, also... Echt spaßig sind die Übersetzungen. Mal schauen wir mal in den Einstellungen. Bluetooth Power. Hier steht hier zum Beispiel geöffnet, Gerätename KBT. Jetzt, ihr zeigt das an. Verbunden, Code und synchronisiert kommen. Also damit muss jetzt erstmal einer zurechtkommen. Also es funktioniert jedenfalls. Auch wenn das Telefonbuch jetzt auf Anhieb nicht geklappt hat, versuchen wir es ganz einfach nochmal. Oder machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Da kommt das schon wieder. Ah, das ist jetzt der V-Eingang. Man steht hier oben AV-In. Ohne Signal, ist logisch. Ich habe ja nichts dran. Und wieder UKW. Was ich jetzt ein bisschen vermisst habe, ist die TF-Card und der USB-Anschluss. Aber da in beiden nichts drin ist, kann sein, dass er die einfach übergeht. Das ist also die eine Möglichkeit, hier das Gerät zu bedienen mit den Tasten. Drücken sich relativ gut, also während der Fahrt würde ich das auf alle Fälle vorziehen. So, dann die andere Methode. Ihr könnt das über den Touch machen. So, da sieht das Menü dann so aus. Ah, hier kann ich auch die Karte anwählen. Keine Kartkarte. Ah ja. Wie gesagt, die Übersetzung ist echt lustig. Dann haben wir hier den AV-Eingang, Telefon, Musik über Bluetooth. Das ist der USB-Anschluss. Wenn ich den jetzt anwähle, jetzt habe ich zu lange gewartet. Dann springt er nämlich nochmal zurück.
No USB. Naja, das versteht man zumindest. Hier oben steht noch Datum und Uhrzeit. Habe ich auch eingestellt. Funktioniert auch. Also, um es ganz kurz zu machen, das Gerät ist eigentlich recht einfach zu bedienen, wenn man sich durch die seltsame Menüsprache durch, es steht auf Englisch vom Werk aus, also war es zumindest bei meinem. Es lassen sich dann im Menü, weiß halt jeder unter Language, die Sprachen einstellen, Chinesisch, Japanisch, eigentlich alles. Natürlich auch wieder Englisch, Italienisch, Spanisch und natürlich auch Deutsch. Und dann kommt das Menü einigermaßen eingedeutscht. Ich gehe jetzt mal aufs Menü und zeige euch mal das Ganze, wie das aussieht. So, gehen wir hier auf Einstellungen. So, gelegentliche Schlüsselbedienung, Schli. Wenn ich, da kann ich jetzt auswählen. Geöffnet, Schli. Und das ist auch lustig, da kann man die Rückfahrkamera ein- und ausschalten. Steht jetzt hier im Menü, eine von hinten. Das klingt sehr zweideutig. Das kann ich jetzt hier wählen. Lasst mich raten. Geöffnet, Schli. Schli steht vermutlich für schließen. Also das heißt nichts anderes, dass es ausgeschaltet ist. Und jetzt ist die Rückfahrkamera eingeschaltet. Stummschaltung rückwärts. Das heißt, steht auf geöffnet. Also, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, ist das Radio ruhig. Bremseneinrichtung. Das klingt auch wieder sehr spannend. Ihr habt es gesehen, also man braucht ein bisschen Fantasie. Bremsen einrichten ist übrigens, was ich ausprobieren wollte, diese Sicherung, dass man nicht während der Fahrt Video gucken kann. Das ist ganz einfach ausgeschaltet im Menü und funktioniert dann nicht. Es lassen sich dann Videos abspielen, aber denkt dran, verboten in Deutschland, ist ja auch logisch. Fernsehen, also Video gucken und Autofahren, nee. Aber das brauche ich ja wohl nicht mehr zu erwähnen, das ist ja wohl selbsterklärend. So, was gibt es sonst noch zu beachten? Achso, ich zeige euch mal noch die Rückfahrkamera. Ich mache mal den Rückwärtsgang rein. So, muss ja die Zündung einschalten, sonst geht die Kamera nicht. Die ist also funkbetrieben bei mir. Umkehren. Zack, da ist sie. Rückwärtsgang. Raus. Zup, wieder normal zum Radio zurück. Ist jetzt kein Ton da, weil ich abgestellt habe. Ja. So, jetzt seht ihr, dass das Radio nicht ganz drin ist. Jetzt muss ich alle Anschlüsse nochmal abnehmen, den Schacht raus, den Originalschacht einbauen und dann hoffen, dass es passt. Nee, keine Angst, ich habe schon gemessen. Es ist ja nicht ganz so tief wie das andere mit dem ausfahrbaren Bildschirm, das Kaliber aus dem letzten Video. Also passen müsste es auf alle Fälle. Ich wollte es halt nur so mal kurz ausprobieren. Also, ja, das war's jetzt erstmal. Jetzt kommen wir gleich noch zum Einbau. Ich hole es jetzt wieder raus und dann sehen wir weiter. So, ich habe den Schacht jetzt ausgetauscht. Also der zum Radio gehörende ist jetzt drin. Ist auch einigermaßen fest. So, jetzt habe ich noch das Problem. Ihr seht da hinten dieser Knubbel. Das ist der Quad-Lock-Adapter. Der stellt sich da hinten dran natürlich quer und dann geht hier nichts mehr. Zumal auch diese Stecker ein bisschen überstehen. Aber wenn der da hinten im Weg rumhängt, dann geht nichts mehr. Ich muss jetzt versuchen, den, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wahrscheinlich nicht. Auf der Kamera schwierig. Hier ist auch noch der Sender von der Rückfahrkamera und das andere ist der Adapter für die DAB-Antenne. Alles groß, alles hinten am Gerät. Ich muss jetzt mal versuchen, das hier wegzubekommen. Ist ein bisschen eng für meine riesige Flossen, aber es wird schon gehen. Wieder in der Garage, wieder ein neuer Tag für euch, nur ein paar Sekunden, für mich 2 Tage. So, ihr seht das Ding jetzt nochmal von hinten. Ich wollte euch mal noch auf ein paar Fehler hinweisen, die teilweise recht lustig sind, also oder einen in den Wahnsinn treiben. Wie ihr seht, hier steht CVBS in, das ist also ein Videoeingang. Hier unten steht, kann man es erkennen, Come in. So, was soll ich sagen? Die Anschlüsse sind in der Beschriftung vertauscht. Das heißt, wenn ich die Kamera, das ist ja hier der Chin-Stecker bei mir, auf Come in anschließe, kommt nichts. Nur No Signal, also kein Signal. Ich war schon kurz davor, die Kamera rauszureißen und einen Fehler zu suchen.
Da ist mir Gott sei Dank aufgefallen, dass hier irgendwo hier in den Tiefen hängt da, da ist er in der Mitte. Die rote LED brennt und der Sender hat Strom. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass der Sender zumindest mal funktioniert und da könnte niemals No Signal stehen, sondern zumindest ein schwarzes Bild oder ich weiß auch, kann auch sein, dass es ein weißes Bild macht. Dann habe ich die Kamera aufs Geradewohl mal einfach umgesteckt, weil ich mir sowas gedacht habe. Denn wer unschwer erkennen könnt, hier unten steht GPS. Was ist das? Das ist ein Antennenanschluss, ganz genau. Aber das ist nicht mitnichten GPS, also für die Ortung der GPS-Satelliten. Nö, das ist DAB Plus. Also ich gehe mal davon aus, dass das Gehäuse bei mehreren Geräten verbaut wird. Teilweise haben die dann kein DAB und was weiß ich auch nicht. Aber keine Entschuldigung dafür, dass die Kamera vertauscht ist. So, jetzt habe ich es umgesteckt und was soll ich sagen? Ihr habt es ja eben schon gesehen. Es funktioniert. So, jetzt aber Butter bei den Fische. Jetzt muss ich irgendwie meine viel zu große Hand in dieses kleine Loch bemühen. Ihr seht ja, da ist der Quadlock-Adapter. Ich versuche jetzt mal den oberhalb der Öffnung, in die er immer reingerät, zu platzieren, dass er vom Radio einfach weggedrückt wird. Denn hinten dran müsste eigentlich genug Platz sein. Probieren wir jetzt. So, aber ihr seht es, es will nicht weiter hinein und das ist definitiv schlecht. Aber das ist ja ein spezifisches Problem von meinem Auto. Wenn euer Schacht tief genug ist, müsst das passen. Bei mir auch, wenn es mir gelingt, das Ding aus dem Weg zu holen. Aber so schnell gebe ich nicht auf. So, mein Lieblingswort. Das Radio ist drin. Ihr seht, steht nichts. Ja, ein Zentimeter. Das ist aber extra so gemacht vom Gehäuse, dass das so funktioniert. Es ist drin. Allerdings, ich habe es jetzt passend bekommen mit diesem Quadlock-Adapter. Der ist jetzt aus dem Weg. Aber es hat trotzdem nicht reingepasst. Wisst ihr warum? Seht ihr das hier? Ich muss mal ein bisschen näher rangehen. Hier und hier ist eine Kante und der Abstand hat verhindert, dass es ganz reingeht. Ja, was muss ich jetzt machen? Nicht die feine Englische, aber bevor ich an meinem Auto rumsäge, säge ich lieber an einem 30-Euro-Radio oder 35-Euro-Radio rum. Ich habe jetzt mit einem speziellen elektrischen Werkzeug das weggedremelt. Ups, keine Markennamen. Ja, ihr seht, es flackert jetzt ein bisschen, weil das da oben jetzt ein bisschen offen steht. Das werde ich, wenn es mal nicht mehr so kalt ist hier, werde ich das schöner machen, dass es dann noch 2 mm reingeht und dann sieht man die Kante hier nicht mehr. Sonst funktioniert alles, habe ich ja schon ausprobiert. So, jetzt fahre ich mal ein Stück mit dem Ding und guck mal, wie der Empfang ist während der Fahrt. Und dann melde ich mich nochmal mit dem Schlussfazit. So, schon wieder. Ich bin jetzt ein paar Kilometer gefahren mit dem Auto und ich muss sagen, ich bin überrascht. Sowohl UKW-Empfang sind einwandfrei. Bei UKW bleibt natürlich immer ein kleines Rauschen, als auch der DAB Plus Empfang ist eigentlich hervorragend. Ich hatte zwar mal einen Aussetzer drin bei DAB, allerdings war das an einem Punkt hier bei uns in der Gegend, wo sonst der DAB auch ganz komplett ausfällt. Also ein Funkloch. Aber sonst durchgehend kein Problem. Ist natürlich klar. Ich habe hier eine Kombi-Antenne verbaut in dem Auto, wo DAB und UKW integriert sind. Und das geht dann über einen speziellen Anschluss hier, über einen Splitter, der dann UKW und DAB Plus über ein Kabel zur Verfügung stellt, also von der Antenne her.
und hier auf zwei Kabel das Ganze aufteilt. Und das ist natürlich ein Optimum, habe ich also auch schon mal gemessen. Und der Empfang, wie gesagt, ist wunderbar. So, jetzt muss ich noch das Teil, das ich musste, rausschneiden hier quasi. An der Oberseite hier, das werde ich jetzt noch schön machen. Aber von der Funktion her eigentlich sehr gut. Hat mich also echt gewundert. Ich hatte schon mal vor einigen Jahren ein Xomax Radio aus China direkt geliefert. Tolle Funktion, tolles Zubehör, aber es hat nicht viel funktioniert. Und auch nicht lange. Wie lange das jetzt natürlich hält, das weiß ich ja auch nicht. Das wird es halt zeigen. Ich lasse es über Winter auf alle Fälle mal drin. Und schau mal, was es kann im Alltag. Ja, wenn irgendwas Grobes passiert, würde ich mich nochmal bei euch melden. Ansonsten war es das hier für dieses Video. Und als Schlussfazit kann man sagen, ein solch günstiges Radio kann auch funktionieren. Es war bisher zumindest mal ein Glückskauf, bis auf den Einbau. Der hat halt nicht ganz gepasst, aber ja, hinbekommen haben wir es doch. Und ja, ist ja nicht gesagt, dass es bei eurem Schacht im Auto die gleichen Probleme gibt. Wie gesagt, ihr braucht einen Ein-DIN-Schacht und einen ISO-Anschluss, der der Norm entspricht. Da müsst ihr noch zwei Kabel umpinnen, denn das Radio braucht ja noch das Signal vom Rückfahrkamera und wenn ihr wollt auch die Handbremse, aber das kann man auch einfach im Menü ausschalten und dann läuft das Video auch, ja, wenn die Handbremse nicht angezogen ist. Natürlich, während der Fahrt Videos gucken ist verboten. Denkt dran. Ja, also äußerst positiv das Fazit. Die haben bei Xomax zumindest mal kräftig nachgebessert. Dieses Radio ist eigentlich zu dem Preis auf alle Fälle eine Empfehlung. Zumal auch eine Antenne mitgeliefert wird für DAB, so eine Scheibenantenne, die ich hier nicht brauche. Also praktisch ein Komplettpaket. Der normale Listenpreis ist 69 Euro. Ich habe jetzt eins, das jemand umgetauscht hat, genommen, das einwandfrei funktioniert, volle Garantie hat und das dann für 39 Euro verkauft wurde und derjenige, der Verkäufer, hat mir noch einen Gutschein zur Verfügung gestellt, sodass das Gerät mich letztendlich 35 Euro gekostet hat und für den Preis echt ein Hammer. Also bisher funktioniert alles. Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ah ja, vergesst bitte das Abo nicht.